Hiho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Siedlerfreunde, zu die Siedler 6, Aufstieg eines Königreichs. Ja, in der letzten Folge haben wir, glaube ich, Aladra befördert, ja, deswegen wird hier festgegeben. Sehr gut. Befehl verstanden. Können wir Aladra jetzt zurückschicken? Die Mauern werden gebaut. Also da kommen die ersten Karren, um die Mauern zu bauen. Wenn wir für ein bisschen mehr Geld sorgen sollten, aber gerade... Ah, jetzt können wir. Und vielleicht noch ein paar Truppen. Können wir Truppen? Ja, ein Trupp dürfte noch reinpassen. Was haben wir denn so? Sechs hiervon, sieben hiervon. Ah, nehmen wir lieber noch einen Trupp Bogenschützen. Auf euren Befehl. Sicher ist sicher. Sofort. So, wir haben die ersten Mauern, wo wir Bogenschützen aufschicken auf können. Auf euren Befehl. Nehmt die Mauern ein. So. Sollten wir da warten, bis die Mauern fertig sind, bevor wir Katapulte draufbauen? Ja, das Plus, was wir an Geld einnehmen sollten, ist leider nicht so hoch, wie es angezeigt wird. So, dafür haben wir aber ja die Messe, dass wir ein bisschen mehr Geld einnehmen können. So, warten wir, bis die Mauer gebaut wurde. Stürmt die Mauern! Schicken da Bogenschützen hin. Dann errichten wir zwei Katapulte. Verstanden! Alles klar! Verstanden! So, den Außenposten könnten wir theoretisch auch noch ausbauen, aber erst einmal noch ein Katapult hier hin. So, die Baumeister für die Katapulte sind unterwegs. Bogenschützenersatz ist auch unterwegs. Einen Trupp Schwertkämpfer. Wie ihr wünscht. Nehmen wir euch. Sollten wir hier zum auf euren Befehl. Lagerhaus der Ausgrabungsstätte bringen. Damit wir dann den Karren sicher transportieren können. So, den Außenposten noch ausbauen. Wir kriegen übrigens keine Steine mehr rein. Ja, und Geld sorgen. Hä? Können wir ein bisschen. Ein Karren wurde ausgesandt. Entgegenwirken. So, unser Tierbestand erholt sich ja auch langsam wieder. Wir hatten ja den Sektor hier verloren gehabt. Ja. Und wir müssen noch eine halbe Stunde fast warten, bevor wir fertig sind mit der Mission. Schon unterwegs. So, ihr mal nach dahin. Wobei es wahrscheinlich auch möglich wäre, Crimson Sabbats schon unterwegs. Festung anzugreifen und das Ganze schnell zu beenden. Alles klar. Ah,
Nee, da hat sie ein bisschen zu viel Truppen drin, würde ich sagen. Ei, alles klar. Jawohl! Also ja, Crimson Sabbat hat eine riesige Armee. Schon unterwegs. Alles klar. Bleibt wachsam. So, ihr beschützt wieder alle andere. Wie gesagt, finde ich immer noch lustig, dass keiner meiner Ritter wirklich ein Schwert führt. So, jetzt kann man sich nur... Ah ja, da kommt der Baumeister. Jedenfalls einer von beiden. Da kommt der Baumeister zum Ausbau des Außenpostens. Da kommt das Gold. Habe ich vergessen, hier das Katapult zu platzieren? Dann platziere ich es jetzt einfach mal. So, da wird er jetzt ausgesandt. Das Katapult wird gebaut, sehr schön. Sollten wir mal ausbauen. Habe ich noch Gebäude, die noch nicht ausgebaut wurden? Naja, alle anderen Gebäude sehen ausgebaut aus. Ein Dieb wurde entdeckt. So, da war mal ein Dieb. Da kommt der Stein, um den Außenposten auszubauen. So wie wir auch den aus dem Osten ausgebaut haben. Ja, gerade sowas sind Sachen, die ich ein bisschen schade finde. Dass wir keine Bogenschützen auf die Türme packen können. Gut, es hat auch einer jemand in den Comments einer meiner Zuschauer angesprochen. Danke dafür. Also ich... warum ich die Bogenschützen nicht auf die Türme stelle, sondern immer auf die Mauern, eben weil es nicht geht, wie man sieht. Ich kann den Turm anklicken, wie ich will. Verstanden. Ei. Und ja, der Außenposten hat auch einen hohen Turm. Und auch da kann ich keine Bogenschützen draufstellen. Das ist schon schade. Die Bogenschützen da könnten noch super über die Mauer schießen. Naja, wenn das Spiel es nur so vorgesehen hat, dann wird es halt so sein. So, da kommt mein zweiter Katapultausbau. Eisen wird bei uns halt auch langsam mangelbar, aber ich denke mal, mit dem, was wir noch haben, sollten wir locker über die Runden kommen, um die Reliquie einzunehmen. Wir könnten uns ja jetzt mal auf dreifache Geschwindigkeit stellen. Weil wir haben nichts zu tun. Wir haben echt nichts zu tun, außer zu warten. Wow. Und zu hoffen, dass die Geldeinnahmen besser werden. All euer Flitterkram gehört dem Roten Prinzen. Ich nehme ihn in seinem Namen in Besitz. Her damit! So, das zweite Katapult ist gebaut. Crimson Sabbat beginnt wieder ein Angriff. Für den sollten wir wieder auf normale Geschwindigkeit stellen.
So. Haben ein paar Verluste erlitten. Können wir aber sehr gut nicht wieder hinbiegen. Ein Karren wurde ausgesandt. Jawohl! So, machen wir wieder den Speed an. Oder stellen es auf zweifach, das ist besser. Ja, Geld ist im Augenblick hier das Hauptproblem. So, du bringst aber genug Geld für noch zwei Truppen. So. Verstanden! Wie ihr wünscht. Euch schicke ich mal zurück, damit ihr... Verstanden! Sofort! ...euch ein bisschen nachrüsten könnt. Verstanden! Oh, und ich auch. Alles klar. Wie viel Platz haben wir denn noch? Genau für 6. Schon unterwegs. Also ihr wieder zurück. Verstanden. Warum zur Hölle haben wir keine Artefakte mehr? Da kann doch jetzt was nicht stimmen, oder? Hi. Schon unterwegs. Ein Dieb hat unsere Insignien gestohlen und flieht auf einem Karren. Wir müssen den Karren stoppen, bevor er sein Diebesgut zu Crimson Sabbat bringt. Hi. Jawohl. Okay. Wie ihr wünscht. Alles klar. Wie ihr wünscht. Da ist uns tatsächlich ein Dieb durchgegangen. Wahrscheinlich, während wir angegriffen wurden. Alles klar. Da ist er. Arbeitet, was ihr könnt. Das erklärt, wo unsere Insignien hin verschwunden sind. Nehmt alles mit. Erobert das Ziel! Okay. Einer unserer Karren wurde abgefangen. Diesmal haben wir den Dieb gefasst. Doch wir müssen sicherstellen, dass das nicht wieder geschieht. Dafür haben wir ja eigentlich die ganzen Wachposten hier. Jawohl! Jawohl! Also ja, zweifach reicht, haben wir gesagt. Ei, alles klar. Sofort! All euer Flitterkram gehört dem Roten Prinzen. Ich nehme ihn in seinem Namen in Besitz. Her damit!